den König zu erwischen. Das ist unser Ziel, schon seit langer Zeit gibt es dieses Spiel. Der Bauer ist die Seele und marschiert voran. Springer und auch Läufer stürmen hinten dran. Die Dame und der Turm helfen kräftig mit, die Festung zu bezwingen mit jedem Zug und Schritt. Es ist ein schöner, leiser Krieg, wo kein Blut fließt, es keine Toten gibt. Schwarz oder weiß, komm und spiel das Spiel der Spiele, kalt oder heiß, Zug um Zug. Schwarz oder weiß. Herzlich willkommen zur zweiten Sendung von Chessy TV Talk. Diesmal zu Gast Arthur Josipov. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und mein weiterer Kommentator, Jörg Schulz. Hallo. Ja, wunderschönen guten Abend. Wir freuen uns, dich wiederzusehen hier bei uns bei der Deutschen Jugendmeisterschaft. Du bist ja jetzt in den letzten Jahren schon fast ein ständiger Gast geworden. Und wir sind sehr stolz, dass wir so einen großartigen Großmeister hier haben bei der Deutschen Jugendmeisterschaft. Wir sind ja doch noch die Meisterschaft der Kleinen, ne? Und dass so ein großer Großmeister kommt. Und deswegen so, was ist dein erster Eindruck? Du bist gestern angereist, hast schon zweimal kommentiert. Ich komme sehr gern und auch das Ort gefällt mir. Ja, das ist wirklich hier fantastische Spielbedingungen. Und die Jungs und Mädels, die spielen wirklich interessantes Schach. Ja, und macht Spaß auch, das anzuschauen, zu kommentieren. Es geht sehr spannend, ja, die Kämpfe. Ja, und ich finde, diese Meisterschaften, das ist ein Highlight. Ja. Und ich denke, das ist wirklich etwas Besonderes, was wir hier in Deutschland haben. Diese große Veranstaltung mit, ich weiß nicht, mehr als 600 Teilnehmern. Ich hatte heute versucht zu zählen, aber es war zu viel. Und hier in diesem wunderbaren Saal, ja, das sieht sogar fast leer. Ja, und dort sitzen quasi 600 Spieler. Ja. Das ist wirklich super Bedingungen und alles wunderbar. Ja. Und das ist, man kennt das nur von Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften und dann deutsche Meisterschaften, vergleichbar mit diesen Events. Ich denke, sogar Atmosphäre ist irgendwie viel familiärer hier und man spürt das, fühlt sich gut wie zu Hause praktisch. Das ist also auch der Grund, warum du gerne herkommst, oder? Ja, Atmosphäre zu genießen, auch super Veranstaltung und macht Spaß dann auch Jugendliche zu beobachten, wie sie dann auch sich entwickeln. Ja, nee, direkt gegenüber hier unserem Studio ist ja die sogenannte Freizeithalle mit einem großen Fußballkäfig. Wir hören immer wieder von irgendwelchen Leistungssportfachleuten, sogenannten, dass sie das für schädlich halten, dass wir hier viel zu viel Freizeit anbieten, viel zu viel Ablenkung vom Schach. Wie stehst du dazu? Ja, aber das ist jetzt jedes Kind und jedes Trainer kann selber entscheiden. Ja, das ist Angebot statt da. Ja, man muss das nicht bei allen Sachen mitmischen, ja, und bestimmt gibt es die Kinder, die vielleicht nicht so weit sind, ja, im schachlichen Bereich, nicht um Medaillen kämpfen, und für sie macht das einfach die ganze Veranstaltung große Spaß und große Freude. Ja. Ich werde schon denken, dass die Jungs und Mädels, die für Medaillen kämpfen, die spielen wahrscheinlich nicht jeden Tag Fußball, ja, die konzentrieren sich mehr am Schach, aber für die anderen, das ist ein fantastisches Angebot. Ja. Also ich nochmal zurückzukommen eben auf deine Begeisterung für das Schach, hier vor allen Dingen, also ich muss dir ein echtes großes Kompliment machen, wir haben ja schon einige Großmeister oder Titelträger ja eben auch hier gehabt, die auch für uns kommentiert haben, die auch extra angereist sind dafür. Allerdings war es bei dir bisher so, wir hatten gestern um 15.30 Uhr die Sendung und bist aus Bayern mit dem Auto angereist und war kurz vor drei, warst du hier. Wann soll ich kommentieren? Jetzt sofort. Ne? Ich habe viel zu viel Freizeit. Ich hatte Gas gegeben, ich wollte rechtzeitig kommen. Genau, also von daher da nochmal ein echtes Dankeschön und man merkt auch bei jeder Kommentierung, du bist echt mit
Herz und Seele dabei und das finde ich, das kommt auch echt rüber. Auch die Jugendlichen merken das alles, auch wie viel gefragt wird. Also da nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Gern ne? geschehen, gern geschehen. Nichtsdestotrotz, du hast ja schon so einige Partien gesehen. Wie findest du denn das Niveau in dieser Meisterschaft? Erstmal, wenn du jetzt die ersten die U16, U18 siehst, wo wir gleich auch nochmal bestimmt nochmal zu sprechen kommen. Gut, das ist jetzt eine kompliziertere Frage, ja? Mhm. Weil das natürlich... Macht nichts, wir haben Zeit. Vielleicht nehmen nicht alle die stärkste teil. Ja? Das ist dann auf jeden paar, Fall ist ein das paar Namen fällen. Ein ja? Problem in der U18, ja. Ja, aber nicht nur. Ja? Nicht nur U18, dann gibt es so ein paar wirklich große, unsere große Talente, die wir vermissen dann hier. Ja? Die, aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich. Ja. Das, ich finde, das ist ganz wichtig generell, ja, dass die besten deutschen Spieler bei deutschen Meisterschaften präsent sind. Und nicht nur für sie, das ist wichtig, sondern eben für die anderen Kinder ganz wichtig, dass sie sehen, oh, das fehlt mir noch so viel, ja, und ich will das auch wirklich bestreiten. Ja. Die sind dann... Spitzen der Pyramide, aber es ist ganz wichtig, dass sie auch präsent sind bei deutschen Meisterschaften. Und dann die anderen können vielleicht Chance haben, gegen sie dann zu spielen und nicht nur zu bewundern, hoffentlich, aber manchmal vielleicht. Würdest du diese Position auch als Trainer von den Schützlingen einnehmen? Dass du dann, wenn du jetzt Trainer von den Spielern wärst, die jetzt hier nicht sind, würdest du denen das auch raten? Weil wir hören immer wieder, dass die Trainer den Schützlingen sagen, die deutsche Mannschaft bringt dir nichts mehr, du musst stärkere Turniere spielen, das ist Zeitvergeudung. Es könnte natürlich in gewisse Fälle auch berechtigt sein, diese Position. Aber ich denke, wir müssen auch quasi Gesamtbild sehen, ja? Was für Gesamtschach in Deutschland wichtig. Ja? Und auch, ich finde, dass es schade, dass zum Beispiel deutsche Meisterschaften der Erwachsenen nicht richtig stattfinden, ja? Weil das Feld, diese Spitze und die Pyramide, ja? Und im idealen Fall muss das so sein, dass wirklich die Beste auch hier mitspielen, ja? Und dann das stimuliert einfach auch die andere Kinder. Ja. Meinst du denn dann, wenn du ja so davon sprichst, als Trainer weiß man es ja nicht genau, aber für die Masse oder für die DSJ oder für den Deutschen Schachbund wäre es wichtig, wenn die Spieler daran teilnehmen würden? Genau, wenn wir da so konkrete dann Spiele nehmen, dann können wir natürlich diskutieren. Es könnte sein, dass für ihn ist schon nicht mehr interessant. Ja? Aber insgesamt, ja, es ist sehr wünschenswert, dass die Beste dann mitmischen, weil es gibt auch Schub für die anderen. Also sollte es so eine Art Pflichtveranstaltung auch sein, wenn man gefördert werden möchte? Es geht aber auch um Titel, ja. Es ist auch etwas wert und man sollte das so, und hier ist wirklich sehr gute Organisation, alles wunderbar, so ist jetzt interessant hier zu spielen und wenn, sagen wir, wenn alle mitspielen, ja, dann ist vielleicht auch viel, viel interessanter, ja, und da müssen sie dann die Beste auch gegenseitig bekämpfen. Ja? Aber das ist für sie dann auch eine gute Schule und gute Übung vor den europäischen Meisterschaften oder vor Weltmeisterschaften. Mhm. Und so bildet man so eine Pyramide dann. Ja? Mhm. Aber sie müssen dann auch an diesem Etappe mindestens präsent sein. Das für die anderen Kinder wäre das natürlich wichtig, ja, weil die können sich vergleichen mit den Besten und sagen, oh, da muss ich viel, viel härter zum Beispiel trainieren, die sind so weit, wie geht es von mir. Ja. Das könnte eine Motivation sein, Motivationsschub sein. Ja. Das wäre dann so wünschenswert, aber ich verstehe schon auch die Situation, wenn dann auch andere dann Positionen ist vertreten und man sagt, oh, der ist schon so weit, ich bin schon Großmeisterkategorien zum Beispiel, das dann andere dann Geschichten, dann, da muss man dann, man muss das überlegen, irgendwie sollte das eine Möglichkeit geben, eine richtige Balance dann zu finden. Ja, also wir persönlich von der Deutschen Schachjugend waren auch schon ziemlich erschrocken, wir haben eine erste Freiplatzrunde, wo so Kaderspieler und die deutsche Meister des letzten Jahres Freiplätze kriegen,
Und in der U18 sind von allen Freiplatzvergaben ein einziger Spieler den Freiplatz angenommen. Und die anderen haben teilweise auf Abraten der Trainer gesagt, fahrt da bloß nicht hin. Und das war dann für uns auch ziemlich erschreckend eigentlich. Also, weil dadurch fehlt wirklich die gesamte, komplette U18-Spitze. Das ist schade, da muss man dann überlegen, wie sollte man dann die Anreize dann gestalten, damit man wirklich teilnimmt bei Meisterschaft. Weil es ist wirklich wünschenswert, nicht nur für diese Kinder, sondern einfach für die gesamte Gebäude. Ja, dann unser Spielleiter von der Deutschen Schachung hat auch gesagt, also der DSB mit seiner deutschen Mannschaft zeigt eigentlich, wo man landen kann, wenn man die Spitze nicht mitspielen lässt. Dann wird es fast ein Breitenturnier, ne? Und das ist ja bei der deutschen Mannschaft im Erwachsenenbereich fast der Fall. Also. Ja. Und das ist eine Entwicklung, wo wir auch ein bisschen Angst vor haben. Das ist keine gute Entwicklung. Das sollte nicht sein. Das sollte in der Tat sein, ein Highlight des Jahres. Und das ist dann auch für meistens, das ist so ein Highlight des Jahres. Und das ist ein ganz wichtiges Turnier und sollte aber auch in quasi auch im Erwachsenenbereich. Ja? Ich glaube, das Problem wird dann ein bisschen übertragen. Ja? Problem, die dann im Erwachsenenbereich existiert, dann wird dann auch irgendwie dann weiter dann. Dann werden dann alle Veranstaltungen werden verwässert, wenn wir keine richtigen dann deutsche Meisterschaften haben. Dann es muss schon wirklich super tun. Bei anderen Ländern irgendwie schaffen sie dann eine super starke Meisterschaft zu veranstalten und alle spielen mit und wunderbar alles funktioniert. Ja. Weil hier könnte man auch bei diese U18-Kategorie zum Beispiel, man könnte sagen, die Sieger dann spielt bei deutschen Meisterschaften. Falls diese deutsche Meisterschaften dann Gewicht hätten, dann wäre dann auch ein Anreiz, wie übrigens dann in anderen Ländern auch eine gängliche Praxis. Ja. Dann wäre dann vielleicht viel interessanter, attraktiver dann für ein paar andere dann. Ein Großmeisterkollege von dir ist ja gerade Leistungssportreferent des Deutschen Schachbundes geworden, der Thomas Luther. Vielleicht gibt es da ja Kontaktmöglichkeiten, dass du ihm da mal so ein paar mit ihm das Gespräch suchen kannst, um ihm ein paar Ideen mit auf den Weg zu geben. Ja, ich danke schon, dass dann auch Kollegen denken, auch leistungsorientiert und wenn Thomas Luther, ich habe das nicht gewusst, aber er war selber dann deutsche Meister und weiß, wie wichtig dann diese Veranstaltung ist. Ja. Wenn alle mitspielen, ja, dann das macht das viel mehr Spaß und dann viel mehr Gewicht. Ja. Ich erinnere mich an die deutsche Schachmeisterschaft, wo wir dann den ersten Platz geteilt hatten und Thomas hat bessere Wertung. Ja. Aber er hat dann, das ist dann eine wichtige Veranstaltung, wenn alle mitmachen, ja, dann hat das andere Wert. Ja. Wenn jetzt wenige Großmeister spielen bei deutschen Meisterschaften und wird das fast offene Turnier, das ist nicht gut. Ja. Hätte es denn sowas in Russland denn gegeben damals, nach dem Motto, die Spitzenspieler spielen nicht mit, aber ja, nicht ganz, weil das ist auch die Masse von starken Spielern, auch wenn, sagen wir, ganz höhere Elite vielleicht ab und zu sagten, dass sie wollte nicht spielen bei Meisterschaft. Es gab trotzdem, das Niveau war so hoch, das war dann immer noch Traumturnier. Ist dann einfach erweiterte Elite dann mitgemacht hat und das war dann schon gut genug. Aber ja, es ist ein Problem, weil man braucht die Breite, ja, aber man muss auch quasi dann Weg zeigen, ja, auch für diese Breite. Die müssen dann sehen, okay, eine deutsche Meisterschaft schafft dann im Prinzip ist Spitze, aber ist nicht die einzige Spitze, dann kann man dann noch weiter aufsteigen. Man muss aber Weg sehen können, ja, und nicht irgendwie dann zu früh vielleicht unterbrechen, in Konstruktion. Ja. Erst dann werden dann die oberen Kategorien gefuttert. Vielleicht ist das eben strukturelle Problem, das wir haben. Das ist kein Zufall, dass wir zu wenig wirklich Spitzenspiele haben. Bei uns fehlt die Spitze in Deutschland. Breite ist nicht so schlecht aufgesteckt, aber dann irgendwie richtige Spitze haben wir jetzt nicht mehr.
Ja, das ist dann Schwierigkeit. Wenn wir gerade bei der deutschen Spitze sind, was erwartest du von den ehemaligen Schachprinzen wie Blühbaum, Wagner? Die sind sehr gut, sie hatten sehr gut entwickelt. Ja. Die Frage, was wird jetzt passieren? Ja, die sind jetzt aus der Schule, aus diesen Juniorenbereichen, wo sie gut betreut waren und so weiter. Und wir hatten mit Arik Braun und Leonid Kriz auch in der Vergangenheit einige Junioren, die eigentlich waren dann auf Weltniveau, die mhm. hatten auch Weltmeisterschaften gewonnen. Ja? Und sie konnten nicht so sich weiterentwickeln, wie wir uns wünschen. Ja? Das, irgendwelche Probleme haben wir. Was ja, das braucht man dafür, um sich ein bisschen man muss nachdenken, ja, etwas fehlt. Ja. Im Juniorenbereich praktisch, sie sind sehr gut betreut, es gibt viele Turniere, viele Weltmeisterschaften. Und dann, was passiert, wenn man so 20, ja, passiert nichts praktisch. Plötzlich ist es nicht mehr so interessant, dann geht man nach Amerika studieren, weil da kriegt er vielleicht ein Stipendium bei einer amerikanischen Uni, die dann viel mehr interessiert, dann einige Schachspiele zu bekommen. Ja. So, man muss das quasi dann auch weiter nachdenken in Bereichen von Universitäten in Deutschland, ob man dort irgendwelche Schachprogramme bringt. Ich weiß nicht. Ja. Aber leider ist ja schon einige Fälle waren das. Wir hatten einige sehr, sehr vielversprechende Spiele praktisch verloren. Die hatten sich nicht entfalten, wie möglich wäre. Mhm. Wenn sie mit gleichen dann Geschwindigkeit weiter dann sich entwickelt hätten. Ja. So, ich befürchte, das könnte auch mit Prinzen passieren, ja, weil sie sind sehr weit, aber sie sind jetzt langsam aus diesem Juniorenbereich, ja, und vielleicht wird auch keine plötzlich mehr interessieren um sie. Dann, ja. Kann das vielleicht auch daran liegen, dass in Deutschland dieser Schritt zum Profi ein bisschen einen schlechten Ruf hat? Weil die meisten, ich beobachte so, die meisten sind sehr intensiv im Jugendbereich, noch Bundeswehrfördergruppe und solche Sachen. Aber wenn es dann darum geht, Studium aufzugreifen, Beruf zu ergreifen, dann hat ja der Beruf, das Studium den Vorrang vor dem Hobby-Schach. Gut, das ist auch im Prinzip gut so. Ja? Das Werk von Schachprofi ist keine so einfache. Aber vielleicht sollen wir doch, wir haben Interesse, dass die nicht total aufhören, Schach zu spielen. Ja. So die Leute wie Blühbaum wollen wir im Schach zum Beispiel behalten. Und nicht so, dass er jetzt nur studiert und jetzt keine Schachturniere mehr spielt zum Beispiel. Das wäre, für uns wäre das ein großer Verlust. Deswegen muss man überlegen, ob man nicht irgendwelche Programme dann zu gestalten, um zu ermöglichen, dass sie noch vielleicht mindestens ein paar Jahre noch versuchen, dann Schach zu spielen, ja, beziehungsweise sie dann in Universitäten unterstützen und so weiter. Also eine Art BAföG dann für Schachspieler? Ja, man kann so überlegen, ja, dass sowas existiert in Amerika zum Beispiel, dass die einige Universitäten werben sehr stark, sie wollen Weltmeister haben, ja, dass die dann bei sie studieren und warum nicht so in Deutschland, wäre dann auch ganz interessant, ja, wenn eine Elite-Uni sagt, wir wollen ein paar gute Schachspiele haben, wäre das ein Anreiz auch, ja, leicht gesetzte Anreiz. Man muss überlegen, es gibt schon die Möglichkeiten, glaube ich, die noch nicht wirklich erschöpft sind. Ja, wobei ich glaube, das ist ein generelles Problem des deutschen Sports auch, weil viele Amateure, wo man kein Geld mit verdienen kann, haben eben diese großen Probleme, müssen sich immer entscheiden zwischen beruflicher Ausbildung und eben halt der sportlichen, intensiven sportlichen Belastung und dem Leistungssport. Und es ist immer eine schwere Frage, denn wenn man nachher Leistungssport intensiv gemacht hat, mit 30 steht man da und weiß nicht, was man beruflich machen soll. Sportlich geht es nicht weiter, da haben wir im Schach nur den Vorteil, dass man Schach bis ins hohe Alter auf hohem Niveau spielen kann. Aber es ist eine schwierige Position, glaube ich. Also. Ja, wir sind klar im Wettbewerb, ja, auch mit anderen Tätigkeiten. Und so. Natürlich interessiert uns
dass die Beste auch irgendwie im Schach bleiben oder zurückkehren, dann. Denn wir haben ja gerade ein so ein Beispiel, ein Spieler ist ja jetzt gerade mit 16 von der Schule gegangen und nennt sich jetzt Schachprofi und will jetzt da voll auf Schach setzen. Wir als DSJ sind so ein bisschen zwiegespalten, ein bisschen entsetzt eigentlich, weil wir sagen, Mensch, das ist eigentlich viel zu jung, der müsste doch Abitur machen, der ist ein Einzelschüler in der Schule. Ist das der richtige Schritt, jetzt mit der Schullaufbahn aufzuhören, auf die Karte Schach zu setzen? Also wir sind eigentlich skeptisch dabei. Ja, ich glaube auch, das ist nur eine wirklich Ausnahme, absolute Ausnahme sollte sein. Natürlich die Ausbildung ist wichtig, aber man könnte das trotzdem irgendwie verbinden. Ich verstehe schon, das ist nicht leicht. Ja. Und da müssen wir dann diese Anreize setzen. Dann es gibt vielleicht Möglichkeiten, dass nach Abitur hat man vielleicht ein paar Jahre, dann spielt man Schach, schafft man das. Paar Großmeisternormen oder noch was, ja, und wäre das auch schon gut. Ja, das ist im Männerbereich ja schon die eine Sache, aber im Frauenbereich geht das ja gar nicht eigentlich. Ne? Davon kann man ja, glaube ich, gar ich, nicht. Ich habe eigentlich gute Nachwuchs auch im Mädchenbereich. Ja? Dann sehen wir zum Glück einige hier bei den Turnieren, ja? Und ich finde, das ist gut so. Ja, man muss etwas überlegen, damit wir sie nicht verlieren. Ja? Wirklich sehr, sehr vielversprechende Spieler und Spielerinnen ab 18, ja? Dass wir sie nicht total abgeben. Ja? Und mindestens gewisse Prozent sollen wir dann ermöglichen, dass sie dann noch ein bisschen weiter. Und vielleicht schaffen wir das, eine oder andere sagen, okay. Das, ich habe jetzt geschafft, 2700 kann ich Profi werden zum Beispiel. Ja. Oder bei Frauen dann die Planke etwas unten liegt. Und dann haben wir dann vielleicht eine oder andere dann doch Elite-Spieler. Ja. Es muss nicht so viel sein, aber wir haben fast gar keinen Elite-Spieler. Aber muss eine sein oder zwei, ja. Das wäre schon nicht schlecht. Ich meine, deine Tochter früher war ja auch recht erfolgreich. Sie wurde, glaube ich, deutsche Vize-Jugendmeisterin. Sie war dann schon auch einige Mal deutsche Meisterin. Ja. Und dann jetzt natürlich spielt sie fast kaum Schach, ja, weil sie hat andere Wege. Genau, das Studium. Andere Wege gegangen. Wieder, das ist normal, das wird das auch passieren. Trotzdem bleibt sie dann in gewissem Sinne verbunden mit Schach. Sie macht noch einige Sachen. Dann. Wichtig natürlich, dass diese frühere Schachspiele dann trotzdem irgendwie so oder so noch in Schachwelt, ja, mit Schachwelt verbunden, vielleicht in andere Tätigkeiten, ja, vielleicht werden sie dann irgendwann auch Funktionäre oder ehrenamtliche dann, Tätigkeit führen, ja, dann das wäre gut, ja, und oder als Sponsoren zurück zu uns kommen, warum nicht, ja. Es ist aber auch so, dass einige sollen auch Chance haben, dass wirklich dann. Du bist ja letztendlich Spitze dann ja. Bei uns diese Pyramide wird irgendwie zu früh beendet. Mhm. Du bist ja Schachprofi geworden. War das der Weg bei dir vorgezeichnet oder gab es irgendwann auch so eine Situation, wo du überlegt hast, Beruf ergreifen oder Schachprofi? Dilemma war natürlich, aber bei mir war das leichter. Ja? Weil dieses System damals in UdSSR war so, dass man praktisch die Elite unterstützt hat. Ja? Und im Moment, wo ich Junioren-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, dann in diesem Moment war das klar, dass ich natürlich als Profi kann mich schon durchsetzen. Ja? Dieser Titel hat mir ermöglicht, dann auch praktisch professionell zu spielen. Ja, ich hatte parallel noch studiert oder versuchte das mit Studium zu verbinden, hatte nicht geschafft. Einige Spiele hatten das geschafft, das mit Studium zu verbinden. Bei mir war das irgendwie war zu schwer für mich, weil vielleicht auch war ich ein bisschen erfolgreicher dann in Schach und dann war das klar.
Wie sah denn die Förderung denn konkret aus? Haben die alles bezahlt? Konntest du dir die Turniere aussuchen, die Trainer aussuchen Es war oder wie dann war das? Hilfe, natürlich Hilfe geleistet, dass ich mit meinem Trainer arbeiten könnte, mit Marc Dvoretsky. Und ich hatte dann auch selber dann im Prinzip Geld bekommen, damit ich dann so mich, ich könnte mich total auf Schach konzentrieren, hatte ich genug sein. Quasi ein normaler Lohn praktisch. Ja Ja. klar, Also das okay. war dann, ich war dann finanziell unabhängig und könnte mich quasi auf Schach konzentrieren. Das war natürlich schon eine große Hilfe. Aber so ganz abgesichert schienen mir die Profis oder die Schachspieler in der Sowjetunion auch nicht gewesen zu sein. Ich war jetzt in der Delegation von der Deutschen Schachunion bei Moskau Open und da ist man ja auch viel mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen und da sind mir auch so, da waren Seniorenveranstaltungen, Senioren Open auch. Und da haben auch einige frühere Namen auf der Großmeister und starke Spieler und Buchautoren mitgespielt. Und da wurde mir dann schon auch gesagt, also die nagen alle am Hungertuch, haben kaum Geld, um im Winter die Wohnung zu heizen und so und werden teilweise von Spenden von anderen Schachspielern am Überleben gehalten. Also da kriegt man dann auch schon wieder so, macht man sich seine Gedanken, ob das so der richtige Weg war. Das ist natürlich auch richtig. Ja. Erstens, die Situation hat sich geändert. Ja. Ich rede über andere Zeiten. Ja. Jetzt ist es ein bisschen harter geworden. Ja. Und das ist dann auch das Risiko von einem freien Beruf. Das ist klar. Ich habe nicht diese abgesicherte Stelle, ja, wo man dann Pension kriegt und so weiter. Wir sind dann freiberuflich. Ja. Das ist natürlich mit mehr Risiko verbunden. Ja. Mit interessantem Leben, aber mit mehr Risiko, klar. Aber du hast es nicht bereut, dass du den Weg gegangen bist. Nein, nein, ich bin so glücklich, wirklich, weil ich liebe Schach, ja, und ich beschäftige mich immer noch mit Schach. Und das ist super, ich finde, das ist ein Glück einfach. Ja. Ich kann das machen, das ist ein großes Privileg, was man macht, was man praktisch liebt und will das machen. Und bist auch gerade aktuell deutscher Mannschaftsmeister geworden mit Solingen. Das ist sehr, sehr erfreulich. War die Ja, Badener vom Thron das war gestoßen. 19 Jahre, nach 19 Jahren dann noch einen Titel dazu können. Genau, richtig. Ja, aber gut, ich hatte nur kleinen Beitrag geleistet, aber immerhin war ich dann 6-mal in Einsatz und man hat mich ein bisschen reanimiert. Ach, genau. Und auch in der letzten Runde, glaube ich, ne? In Hast du letzter so noch? Runde und dann, genau, das, Ja. okay. Da hatten unsere Jungs am vorderen Brett die Hauptarbeit geleistet. Aber für mich war das gut und schon, dass ich noch spielen könnte. Ich mag das total, ja, das wirklich. Ich will auch noch selber spielen, einige Turniere und werde noch etwas spielen. Ja, aber gut in Schach, dass man nicht nur spielen kann, man kann natürlich als Trainer tätig werden, das ist auch klar. In meinem Fall, ich schreibe noch Schachbücher und mache noch Schachakademie, so ich versuche mich so positionieren. In verschiedenen schachlichen Bereichen, ja, und finde ich, das ist gut so. Ich Das bin wäre so dann der Übergang zufrieden. zum Kinder- und Jugendschach wieder. Bevor wir dann und damit auch wieder zur deutschen Jugendmannschaft zurückkommen, machen wir eine kleine Pause. Konzentration, das Schachbrett fest im Blick.
Die 64 Felder, ja, die geben uns den Kick. Denn wir sind eine verschworene große Familie. Wir von der Schachjugend Germany. Am Ritter fighten wir hart und selbst wenn wir mal verlieren, kommen wir stärker. Und die Spannung sich steigt. Der Weg um zu siegen liegt ganz klar vor mir. Jetzt brech ich die Festung meines Gegners in zwei. Noch ein letztes Opfer und der Sieg ist mein. Voller Konzentration, das Schachbrett fest im Blick. Die 64 Felder, ja, die geben uns den Kick. Denn wir sind eine verschworene große Familie. Wir von der Schachjugend Germany. Am Ritter fighten wir hart und selbst wenn wir mal verlieren, kommen wir stärker, tausendmal stärker, tausendmal stärker zurück. Denn wir sind eine verschworene große Familie. Wir von der Schachjugend Germany. Am Ritter fighten wir hart und selbst wenn wir mal verlieren, kommen wir stärker, tausendmal stärker. Ja, wir setzen unseren Talk vor mit Arthur Josipov und freuen uns weiterhin, dich hier im Studio zu haben. Und ich will jetzt mal die Frage von Raphael nochmal aufgreifen, die er vor einer halben Stunde gestellt hat, bevor wir in das große Schach abgedriftet sind. Wie ist jetzt dein Eindruck? Du hast zweimal kommentiert, so die Leistung der Jugendlichen hier bei der deutschen Mannschaft jetzt im Jahre 2016. Du hast ja jetzt so querbeet durch alle Turniere dir Partien angeguckt und auch live kommentiert. Gut. Hast du Talente entdeckt? Talente sind da. Ja, Talente sind da. Die spielen interessantes Schach. Ja, und ja, auch heute ein paar lustige Sachen passiert. Mhm. Ja, und so. Es wird schon was produziert und kommen. Wir haben aber ein bisschen so strategisch gesprochen, ja, ja. Heute, über diese Pyramide, über die Impulse. Ja? Und da in diesem Sinne natürlich wäre wünschenswert, wenn wirklich alle Talente dann mitwirken. Ja? Das wird dann noch reizender und dann so richtige Anreize dann setzen, dass die Kinder, die dann vielleicht im Moment mehr Fußball spielen, aber die vielleicht auch überlegen, da will ich auch. Aber so richtig willst du die Frage nicht beantworten, ne? Wie, ob wir hier Talente haben. Nein, oder ich kann das noch nicht so. Wir haben in ein paar Kategorien wirklich top besetzt. Wie gesagt, dann U16, zum Beispiel U16. Die U16, meine U16. Beide U16 oder U16 weiblich. Ich hatte gesehen, ich kenne vielleicht paar Spielerinnen dort, die sind wirklich top und ich hoffe, dass sie dann sich auch weiterentwickeln, aber sie bekommen nichts geschenkt. Sie müssen um jeden halben Punkt, um jeden Punkt hier kämpfen und das ist gut so. Ja? Und das ist gerade, dass sie dann trotzdem dann teilnehmen, finde ich sehr positiv. Ja? Aber auch für die anderen, für die Gegnerinnen, das ist ganz wichtig, die können sich mit Besten messen. Ja? Und vielleicht an diesem konkreten Tag sie sogar schlagen, das auch passiert ist. Fiona hat eine Partie verloren. Ja, und das ist super, das wirklich, das ist eine richtige Meisterschaft. Das ist wünschenswert. Im letzten Jahr hatten wir ein sehr erfolgreiches Jugendjahr, Weltmeister U16, Europameister U16, Europameisterschaft in der Mannschaft U18, oder war es auch U16? U16. War das jetzt ein Zeichen für die Stärke des deutschen Jugendschachs oder war das eher ein Zufallsprodukt? Wie schätzt du das ein? Vielleicht beides, irgendwie komischerweise. Ja.
Das, wir haben in der Tat die Stärke im Jugendbereich. Ja. Ich sage das zum Beispiel, dass diese Veranstaltung gehört dazu. Das ist eine, die, vielleicht die, die, das Stärkste von Deutscher Schachbund insgesamt, ja, was wir haben. Neben Bundesliga, das ist auch eine super starke Liga. Da, und wir haben diese Juniorenmeisterschaften, die dann wirklich professionell und stark organisiert sind. Wir haben diese zwei starke Veranstaltungen. Das ist dann auch richtig. Ja. Auch wahrscheinlich viele Verbände dann arbeiten auch nicht schlecht. Ja. Das ist dann auch viele Trainer, man sieht hier, Gesamtkompetenz ist schon sehr, sehr gut und wird noch weiter wachsen. So, das ist die positive Momente. Aber keiner hat erwartet, dass wir dann in dieser Kategorie in den Meisterschaften gewinnen. Ja, das ist richtig. Wirklich war das vielleicht ein bisschen auch Glück, weiß ich nicht. Aber natürlich, die Jungs hatten das durch Kampf, durch was sie vielleicht bei deutschen Meisterschaften gelernt hatten, ja, harter Kampf, ja, die hatten sich bewiesen dort auch auf dieser Ebene. Finde ich super. Ja. Aber ja. Wir freuen uns total, aber keine hatte auf sie getippt, glaube ich, ja, dann vor dem Turnier. Die hatten uns alle sehr positiv überrascht. Aber so ist gut auch, ja, wenn man das gewohnt, hier harte Schule bei deutschen Meisterschaften, ja, dann kämpft man auch weit und dann manchmal braucht man ein bisschen Glück vielleicht dazu, aber gehört dazu. Du bist ja auch ein erfahrener Trainer und hier sind ja eben auch viele Trainer dabei, auch Kinder und eben die Erwachsenen, die Eltern. Wie sollten denn die Kinder, die 8, 9, 10 Jahre alt sind, denn anfangen, denn auch zu trainieren, damit sie dann eben auch besser werden oder wirklich richtig auf deutscher Ebene stark werden? Was ist denn, gibt es da Erfolgsrezepte oder so Leitsätze, die man machen könnte? Nach dem Motto, ich mache jeden Tag eine Stunde, ich mache in der Woche 2, 3 Stunden. Und was müsste man dann konkret auch lernen? Ja, wenn gut, ich, das wenn ist ich, jetzt wenn wirklich... Ich, wenn ich, ich sag mal 8 bis 10 Jahre, sowas in die Richtung. Ich glaube nicht, dass es so ein Patentrezept gibt. Sonst könnte man das leicht produzieren. Ja? Dann, man braucht natürlich Talent, man muss aber auch einfach Schachspiel lieben, ja, weil das wirklich sehr, sehr viel, nicht nur Zeit, sondern vielleicht von der Seele braucht. Ja? Und dann können diese Kinder, die dann wirklich Schachspiel lieben und bereit sind, auch arbeiten, ja? Dann braucht man Rahmenbedingungen für diese Kinder. Ja. So wie sagen wir, wie deutsche Meisterschaft. Für mich ist das eine sehr gute Rahmenbedingung, um sich entfalten zu können und steigern zu können in Wettbewerben dann gegen andere dann gute Kinder dann zu spielen und zu lernen. Ja. Ja. Wichtiger Teil hatten wir fast vergessen, aber es ist dann auch wichtiger Teil, ist das ein guter Trainer zu haben, ja, der dann vielleicht dann ein bisschen unterstützt, ja, dann diese natürliche Entwicklung. Und dann haben wir schon ein paar Komponenten dann in diese Rezepte dann. Ne. Weiter ist vielleicht individuelle dann Weg. Ja. Und ich finde, dass im Bereich von deutscher Schachjugend, wir sind so quasi mit diesem System, ja, mit deutscher Meisterschaft, mit großen Veranstaltungen, eigentlich gut positioniert. Also die Rahmenbedingungen sind da. Ja, man muss das noch vielleicht überlegen, ob man dann noch international was macht. Ja. Aber es gibt auch diese europäische und Weltmeisterschaften, da kann man sich messen, auch mit Besten in der Welt. So, hier gibt es gute Möglichkeiten dann zu spielen. Ja, du sagst zwar selbst, es gibt keinen richtigen Weg oder keinen einzigen Weg, aber du selbst hast auch eine Buchreihe geschrieben, die sich gerade an Kinder, Jugendliche wendet, wie sie Stück für Stück stufenmäßig besser werden. Ja, aber da waren eigentlich mehr Tipps,
wenn du selbstständiges Werk zum Großmeister meinst, unser früheres Buch mit Mark Dwerecki. Nee, ich meine jetzt auch diese Tigersprung-Reihe. Ja, da wollte ich ein bisschen methodische Basis geben, ja, aber ja. Ja, das ist einfach Stoff liefern, das ist dann richtig. Ja, ja, das ist der talentierte Kids, die können dann so Buch nehmen und lernen. Ja, für die Trainer ist das auch eine Hilfe. Das ist so, ich hatte dann auch, sagen wir, meine Teil des Arbeit auch geleistet und vielleicht etwas Material geliefert. Und jetzt die Aufgabe von Trainern, vielleicht das Beste daraus zu machen. Ja. Mhm. Und Material, ich hatte gewisse Hilfe dann. Also übertrieben gefragt, kann man sagen, wer deine Tigersprungreihe von Band 1 bis Band, ich weiß es nicht, durcharbeitet, der wird Deutscher Meister? Nein, nicht unbedingt. Wenn das alle machen, dann Deutscher Meister kann nur eine davon sein. Ja. Aber ich werde so sagen, dass ich versuchte dann so ein Fundament zu schaffen, ja, die Basiskenntnisse zu vermitteln. Ja. Und das ist aber nur Fundament, ja, das ist nicht, aber es ist wichtig, ja, da kann man dann schon ein Haus dann bauen, aber dann, das gehört zur Ausbildung für mich, was ich dort vermittelte. Ja, das gehört zum praktisch Grundausbildung und auf dieser Basis kann man dann weiter steigern. Aber man muss Turniere spielen, starke eigene Partien analysieren. Man muss sehr, sehr viele Sachen noch machen. Aber mindestens von Wissensbasis kann man aus diesen Büchern bekommen. Ja. Und ich kann dir sagen, die sind sehr erfolgreich. Also die sehr viele, die hier sind, haben die Bücher von dir und das scheint ja dann eben auch ein bisschen wirklich erfolgreich zu sein. Es freut mich total. Ja, ich habe das wirklich gutes Feedback bekommen. Ja, es war auch mein Wunsch. Ja, ich wollte das, was ich selber gelernt hatte, ja, von Mark Dwerecki oder von verschiedenen russischen Trainern, das irgendwie dann weiter zu geben. Mhm. Ja, und das hatte ich nichts anderes gemacht, als versuchte das zu darstellen, was ich selber als Jugendliche bekommen hat. Ja. Und dann wollte ich das ein bisschen methodisch das aufzubauen, Wissen aus verschiedenen Bereichen dann weiterzugeben. Ja, gut, trotzdem, ich finde das. Andere Komponenten sind auch wichtig. Ja. Und, für mich, was manchmal ein bisschen zu kurz kommt und unterschätzt in Deutschland, ist das Arbeit von Trainern. Das ist eine Komponente, die dann für mich ist eine schwache Stelle, ja, wenn wir das Deutsche Schachbund insgesamt gut positioniert, wie gesagt, Bundesliga oder diese Juniorenmeisterschaften. Es gibt auch starke Sachen. Wenn man aber eine schwache Stelle sucht, dann ist er in diesem Trainerbereich, obwohl auch hier etwas sich bewirkt mit neuen Möglichkeiten, Trainingsausbildung, Trainerausbildung. Aber insgesamt die Position des Schachtrainers ist unterschätzt. Es ist sehr verbreitet, einfach die Meinung oder viele Spieler, die sagen, okay, ich hatte keine Trainer, aber ich habe so weit geschafft. Ja. Sie sind sogar manchmal stolz, dass sie keinen Trainer, keinen Schachlehrer haben. Ja. Ja. In anderen Bereichen, man ist stolz, dass man bei dem gelernt hat. Ja, ja. Ich bin Schule von Professor X. Ja. Ja, weil es ist dann einen Namen und ich bin stolz, dass ich bei ihm studiert habe. In Schach, man stolz, dass er keinen Trainer hatte, keinen Schachlehrer. Ja? Das ist falsch, das ist nicht gut. Und ich kenne viele talentierte Spieler, die bestimmt weitergegangen, wenn man sie dann rechtzeitig unterstützt hat. Mhm. Ja? Aber diese Meinung war dann so verbreitet, jetzt hat sich langsam ändert sich auch hier
Situation. Wir sehen hier, alle hatten Betreuer, glaube ich, bei dieser deutschen Meisterschaft. Das ist also auch nicht so schlecht, nicht so verkehrt. Aber ich finde, dass insgesamt, das ist ein bisschen, ja, man denkt, jeder kann jetzt so Schachtrainer sein. Oder ist nicht jeder Großmeister, kann ein guter Schachtrainer werden. Das ist ganz andere Qualitäten, das ist besonders in Arbeit mit den Kindern, das ist total anspruchsvolle Arbeit, ja. Das ist wirklich pädagogische Wissen. Ja, woran braucht, liegt ja. denn das eigentlich, also dass diese Position des Schachtrainers nicht den Ruf hat, den es verdient? Also ich habe immer das Gefühl, wie du eben auch sagst, jeder nennt sich Schachtrainer, jeder kann sich Schachtrainer nennen, viele haben überhaupt keine Ausbildung. Den reicht das IM sind oder GM hier, sind? Hier wird schon gearbeitet in diese Richtung. Ja, aber man braucht das Zeit. Ja. Aber ich hatte diese psychologische Gründe ein bisschen erwähnt. Und früher war das gar keine systematische Ausbildung und viele Top-Spiele dann, die hatten gesagt, ich hatte keinen Trainer. Aber man sieht das auch leider. Ja. In diesem Bereich, man könnte das beseitigen, ja, diese Fälle, rechtzeitig, ja, aber leider hat man nicht richtig Endspiel gelernt zum Beispiel. Und dann wird man nicht eigene 100% zeigen könnte. Ja. Das ist dann, dieser Moment ist unterschätzt und zum Beispiel, wir haben alle möglichen Kommissionen, ja, bei Deutschen Schachbund. Wir haben keine Trainerkommission. Wir haben Schiedsrichterkommission, wir haben keine Trainerkommission. Ja, wir haben eine Kommission für Ausbildung, aber eine Trainerkommission haben wir nicht, das stimmt. Aber Schiedsrichter haben wir. Und Ausbildung ist etwas, was meint man bei Ausbildung, trotzdem haben wir, in Russland zum Beispiel, man hat auch diese Trainerrat, die dann auch wichtige Beratungsfunktion bei Ernennung von Nationalmannschaft hat oder sowas, dann einbezogen in einige dann wichtige Sachen, nicht nur Ausbildung, ja, aber das ist auch dann, diese Trainerkommission ist fast zentrale, ja, fast die wichtigste Kommission von allen. Ja. Ohne Schiedsrichter nahe zu treten, wichtiger wahrscheinlich als Schiedsrichterkommission für russische Schach. Ja. Ja. Wir haben das nicht. Ich habe nichts Ähnliches in Deutschland. Ja. Und das ist dann der Grund, warum ist das, warum ich sage, dass es diese Position ist unterschätzt und hier im Vergleich zum Top-Schachländern, anderen sagen, Deutschland ist auch Top-Schachland, aber im Vergleich zum anderen so, gibt es eine Reserve. Dann. Auf jeden Fall, ja. Was macht denn für dich denn persönlich konkret einen guten Trainer aus? Im Jugendbereich, nicht im Erwachsenenbereich? Es ist teilweise einfach richtige Einstellung. Und das ist jetzt, ich habe gesagt, nicht jeder starke Spieler kann Trainer sein. Mhm. Weil Trainer zu sein bedeutet, dass mir ganz wichtig, dass mein Schützling erfolgreich bin. Nicht ich. Ja. Mhm. Das ist total andere. Ja. Als Schachspieler, ich will selber Erfolg haben. Als Trainer will ich, dass mein Schützling Erfolg hat. Ja, das ist eine total andere Anstellung. Ja, von egoistischer dann auf andere dann Richtung, in andere Richtung geht. Und mir ist wichtig, dass er dann gut spielt. Ja. Und dass, wenn er besser spielt als ich bin der glücklichste Mann. Ja. Das wäre ein Moment, wo er dann fängt, viel, viel besser spielen als ich. Ja. Dann, ja. Und als Spieler, wenn jemand spielt besser als ich, das nervt mich. Das ist total andere Einstellung. Und das ist dann erst wahrscheinlich wichtigste Komponente. Du musst einfach, dein Schützling ist für dich ist wie ein Kind, wie dein Kind. Du willst für ihn dann alles. Das ist dann erste schon Hürde, sagen wir, erste Hürde, dann, um qualifizieren, als Trainer sich zu qualifizieren. Du bist ja selbst als Jugendtrainer aktiv und hast, wie gesagt, diese Buchreihe geschrieben, machst auch Ferienkurse, Trainingskurse, Seminare, aber du trainierst auch nicht die Top-Jugendlichen. Gibt es dafür einen Grund? Also jetzt das Talent zum Beispiel, dass du so à la Magnus und dann eben nach vorne pushen willst, auch durch dein Wissen, durch deine Trainingsleistung?
Du gehst ja eher in die Breite halt irgendwie mit deinem Engagement. Ich bin mehr an die Breite. Genau. Ich bin nicht ganz so interessiert auf diese absolute Top-Möglichkeiten. Und warum? Das müsste dich doch gerade, wie du es beschrieben hast, reizen, so einen Top-Mann nach oben zu bringen. Interessant, ja. Das, ich muss jetzt selber nachdenken. Es gibt bestimmt Grund. Es ist auch so, dass ich denke, dass es auch liegt ein bisschen im menschlichen Bereich. Ja, dann, ich war Profi, ich weiß das. Als Profi bist du sehr egoistisch. Ja? Und du musst das auch fast sein, weil du willst deine Leistung bringen. Ja? Dann musst du auf jedes Detail achten. Ja? Und dann, das ist so eine sehr egoistische Einstellung, ja? Als Profi. Dann. Mhm. Bist du auf eigene Interessen dann und willst du dann diese Interessen dann irgendwie durchsetzen. Dann, ja. Und das ist vielleicht nicht die attraktivste Qualität, ne? Also menschliche Qualität. Und dann sollen mir vielleicht die Kinder einfach, die nett sind, auch, sie hatten vielleicht etwas weniger Schachtalent, aber wenn sie mir dann nach Training Danke sagen, das ist dann, für mich ist auch Lohn, ja? Das ist für mich vielleicht wichtiger. Ja, ja, verstehe ich. Ja? Das ist dann, dass dieses Gefühl, dass du jemandem geholfen hast, es ist jetzt gar nicht so wichtig, ob er dann, ich habe auch ein paar Schüler, die dann Großmeisterniveau geschafft hatten. Ne? Das ist nicht so, dass ich nicht, und ich hatte auch viel mit Kollegen, mit Großmeistern auch gearbeitet. Man versucht sie dann zu helfen, dann Elemente zu verbessern. Ne? Das ist dann auch nicht ganz, dass ich sage, nur mit Amateuren arbeite. Aber manchmal, wenn du dann trotzdem arbeitest mit einem Amateurspieler, der wird kein Schachtalent, der wird kein, du weißt das. Aber er sagt dir Danke, ja, und man spürt, oh, er hat Freude dann an Training. Das ist auch etwas, ja. Ich habe dann auch solche Schule, ja, mit der ich einfach gern menschlich in Kontakt bleibe. Für mich ist das diese menschliche Komponente wahrscheinlich vielleicht wichtiger. Ja, du hast ja ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, dass dir wichtig ist, dass man Schach lieben muss, oder du liebst Schach. Da ist das ja auch so wichtig, dass du den Kindern lieber das beibringen willst, Schach zu lieben, Schach zu leben, als jetzt unbedingt besonders gut zu werden. Nein, ich will schon, nein, ich will das klarstellen, ich will schon, dass die dann so gut wie möglich, ja. Aber dann für mich ist nicht ganz so wichtig, wie weit sie dann schaffen, ja, zum Anfang. Ich kann sie gucken und ich sehe, das ist kein Magnus Carlsen, das kann ich sofort sagen, ja, zum Beispiel. Oder wenn ich hatte dann schon auch Magnus Carlsen als junge Spieler beobachtet könnte und Kasparov hatte ich gesehen. Ja, man kann schon erkennen, ja, wenn dann so ein Stoß auf sie. Und vielleicht wäre das wirklich reizend mit einem Kind von solchen Qualitäten auch arbeiten, vielleicht. Ja. Aber sie werden ihre Werke auch so schaffen, bin ich sicher. Ja. Ich bin vielleicht deswegen, ich weiß nicht, ich hatte Talent, aber ich hatte wahrscheinlich nicht gleiche Talent wie Kasparov, sagen wir so. Ja. Und ich bin sehr dankbar für meinen Trainer Marc Dvoretsky, dass er so viel Zeit genommen hat, mit mir dann zu arbeiten. Und ich denke, dass ich dann so weit gegangen bin, das ist natürlich ein großer Verdienst auch von meinem Trainer. Ja. Und ich will das auch sagen, normale, talentierte Spieler, aber so nicht unbedingt Supertalent, auch gern helfen, Großmeistertitel zu erreichen, zum Beispiel. So weit dann sie zu begleiten, dass sie dann, vielleicht das ist für sie dann auch ein Ziel und reizendes Ziel, finde ich interessant auch für mich. Das reicht mich schon. Ja. Ich brauche nicht unbedingt dann Magnus Carlsen zu haben. Ja. Noch eine andere Frage, die mich interessiert, gerade im Hinblick auf jüngere Spieler, eine Aufteilung zwischen Training und Anteil Spiel. Wie würdest du das prozentual sagen? Weil ich kenne einige Eltern, die schleppen ihre Kinder jedes Wochenende zu irgendeinem Turnier und die sind nur unterwegs, Turnier,
Und ich versuche eigentlich immer eher so das Gegenteil. Ich versuche den Jugendwarten immer beizubringen, dass man auch Pausen einlegen muss, dass man eine Ruhephase braucht, dass man wieder Freude am Schach hat und die aus meiner Sicht verloren geht, wenn ich nur noch Schach spiele rund um die Uhr. Und deswegen, wie würdest du so den prozentualen Anteil aufteilen zwischen Training, zwischen Spielen, zwischen meinetwegen Ruhephasen? Ich sage das ein bisschen anders. Ich will keine konkrete Zahlen nennen. Ja, weil das Ja, ist klar. wirklich sehr individuell, Okay. find ich. Ja. Es könnte dann für einen könnte mehr sein, für anderen weniger. Das ist wirklich sehr, sehr. Es könnte ein Unterschied 20, 30 Partien sein pro Jahr oder noch mehr. Ja. So. Aber ich finde, was ist wichtig, ist diese Balance. Balance zwischen Praxis, ja, und Schachlernen. Ja. Man muss nicht nur Schachpartien spielen, sondern diese Partien zu analysieren, ja, damit man von sie etwas lernt. Ja. Und dazu braucht man Zeit. Ja. Und so man braucht eine richtige Balance zwischen Trainingsprozess und Wettbewerben. Man kann nicht nur Wettbewerben machen, ja, und keinen Training, wird man dann auch irgendwo gestoppt. Ja. Nicht genügend. Diese Anreize sind gut zum Anfang, aber danach musst du dann mehr rausholen aus dem Material, aus Partien. Ne? New Praxis reicht nicht. Aber auch New Training ist auch nicht gut. Ja? Weil man muss das, was man im Training gelernt hat, in Partien umsetzen. Chance mindestens zu bekommen, das umzusetzen. Ne? Also man braucht wirklich richtige Balance. Das ist dann die Aufgabe vielleicht. Schwierigste Aufgabe von Trainer, dann für richtige Balance zu sorgen. Manchmal für die Eltern ist das schwieriger, weil sie hat dann nicht diese Kompetenz. Ja, sie können vielleicht nicht so richtig beurteilen. Ja. Du sagtest eben, das interessiert mich auch noch, dass du die Partien analysierst danach oder man soll die danach analysieren und dafür braucht man Zeit. Ja. Ja, was ist denn so, da hätte ich mal so eine Zeitangabe in etwa. Warum ist die Analyse eigentlich, dauert viel länger als die Partie oder wie habe ich Auf jeden das? Fall, es könnte sein, das Gleiche. Ja, wenn die Partie 5 Stunden, ja, Ja. manchmal dauert das länger, manchmal vielleicht 5 Stunden ist genug, manchmal vielleicht ein paar Stunden ist Ja. genug. Es ist unterschiedlich. Ja. Aber sagen wir, im Schnitt braucht man gleiche Zeit und dann Okay. haben wir eine Balance dann. Ja, dann Okay. ja. Es könnte sein, dass das Turnier war für mich so wichtig, ja, wirklich, ich hatte dann so auf die Nase bekommen, ja, bei deutschen Meisterschaften. Jetzt komme ich nach Hause, ich will verstehen, warum diese Jungs besser sind als ich, ja. Und dann arbeite ich dann intensiv, analysiere, suche meine Fehler, suche wo, in welchen Bereichen die besseren dann weiter. Ja, ich hatte zum Glück dann ein paar Partien gegen Stärkeren gespielt, verloren. Ja, aber jetzt weiß ich, was mir fehlt. Ja. Die analysieren, dann richtige Schlussfolgerungen zu ziehen, ja, und dann sagen, oh, da muss ich das und das und das vielleicht noch tun. Ja, das hier natürlich eine Hilfe von Trainer könnte von unschätzbarer Wert sein. Er könnte sagen, pass auf, wir machen jetzt etwas, wir studieren jetzt die Partien von Teil. Ja, du musst besser angreifen, so wie du dann die Stellen, die schöne Stellen, die bekommen, aber leider könntest du nichts zeigen, denn da ist die Richtung für uns und zum Beispiel. Aber es könnte natürlich total andere Schlussfolgerung sein. Ich nenne das nur als Beispiel. Aber es ist ganz wichtig, ja, wichtig, diese Analyse zu machen. Ja. Das ist wie dann bei Arzt dann richtige Diagnose, dann weiß man, was man behandeln muss, ja, dann welche Mittel dann gebraucht sind. Ja. Das ist dann ganz wichtig. Ja, ich erlebe das dann hier dann immer wieder, dass eben nach der Partie, dann wird gesagt, jetzt analysieren wir die Partie und dann dauert das Nachspielen eigentlich immer nur so 5 bis 10 Minuten, weil sie irgendwo was gehabt haben. Das ist ja dann nach deinen Aspekten ja keine Keine Analyse, richtige Analyse. Oder oft geht man leichte Weg. Heutzutage gibt es leistungskräftige Engines, man kann anschalten und sagt sofort: Springer E5 war schlecht, richtiger Zug war Springer C4 und dann standst du auf Gewinn. Ah, okay, gut, wunderbar. Was haben wir gelernt? Praktisch nichts. Nur in dieser konkreten Stellung: Springer C4 war besser als Springer E5. Ja. Warum ist das schon vielleicht auch nicht so ganz klar und so weiter? Ja. Aber die Ursache dann gefunden, ja, dass man ist beruhigt, aber man hat nichts gelernt. Wenn man aber selber dann vielleicht ein
paar Stunden analysiert und dann überlegt und dann denkt nach, und dann in diesem Moment vielleicht habe ich verstanden. Doch, wenn ich jetzt Springer C4 gespielt hätte, statt dieser Springer E5, wäre dann total bessere Stellung für mich. Ja. Ich hätte dann, hatte selber das verstanden. Ich hatte das mein Schachverständnis weiterentwickelt. Ja? Und ich weiß, dass ich vielleicht in der Lage bin, dann solche Probleme dann auch zu lösen. Ja? Wenn Computer uns die Lösung gibt, wir wissen nichts, ja, ob wir dann nächstes Mal nicht die gleiche Fehler machen. Ich. Aber hier habe ich dann schwierige Weg gegangen. Ja? Aber ich habe was gelernt und hatte etwas bewiesen, auch für mich selber dann auch. Ja? Dass ich in der Lage bin, dieses Problem zu lösen. Okay, ich brauchte Zeit. Ja. Aber ich habe das gelöst, dieses Problem. Ich habe Verstellung verstanden. Das ist ganz wichtig. Also ich habe auch das Gefühl, dass im Kinder-Jugendbereich dieser Computer nicht unbedingt immer eine Hilfe ist, sondern eher Oberflächlichkeit erzeugt im Schach, weil man eben sehr viel, die Maschine gibt ständig vor, was man spielen muss, und das wird dann einfach gesagt, okay, wenn Fritz das sagt, dann wird das schon stimmen, dann spielt man das halt irgendwie. Und wie du eben auch sagtest, also das ganze Training, die Arbeit wird oberflächlicher und nicht mehr sehr tief. Es ist passiert so, dass wenn man einfach auf Knopf drückt und spuckt, Computer dir zu, gesagt, guter Zug. Wir sind aber jetzt nicht mehr, werden wir in der Lage selber solche Züge genau, zu finden. Genau. Ich habe nicht Zeit genommen. Ja? Wenn wir Zeit genommen hätten zuerst und dann sehen wir, oh, das ist jetzt so, super Zug, ja? Dann Computer sagt, das ist so, dann weiß ich, okay, ich habe es selber gefunden. Ja, das ist auch quasi nur Bestätigung. Ja. Man muss natürlich, man kann jetzt, es ist ein sehr schwieriges Thema, man kann jetzt nicht sagen, ja, wir analysieren ohne Computer, es ist schwer, weil es ist vorhanden. Ja, ja, ja klar. Ja, es ist vorhanden. Manchmal ist es besser so, ja, aber okay, wie kann man das verhindern praktisch? Aber ideal ist das nicht, und ideal ist zuerst selber probieren und dann vielleicht dann später dann mit Computer das nochmal zu prüfen und sagen, oh, Analyse hier hatte ich Fehler gemacht, oh, wie schade. Ja, aber war im Prinzip ein guter Ansatz, aber dieser dritte Zug hatte ich gar nicht gesehen oder falsche Zug hier gemacht. Ja, das ist dann bessere Weg. Trotzdem, man muss das auch, vielleicht die Komponente von Computer dann auch benutzen. Aber es ist schwierig. Ja. Man darf nicht jetzt ein Sklave von Maschinen werden, ja, nur auf Knopf zu drücken und dann zu notieren. So lernt man nicht Schach zu spielen. Man muss Zeit nehmen und selber dann eigene Gedanken, eigene Ideen entwickeln zu dürfen, ja, zu können. Und erst danach dann vielleicht zu prüfen dann mit Computer. Okay, wir haben schon wieder über eine Stunde mit dir gesprochen. Das Problem ist, wenn man eine Frage anreißt, kommen so viele neue Ideen, dass man sofort 5 neue Fragen hat. Man kann mit dir stundenlang über Schach reden. Ich komme noch mal. Genau, wir müssen jetzt Schluss machen und wir freuen uns einfach auf die nächste Sendung mit dir. Und bis dahin wünschen wir dir sehr viel Erfolg, weitere deutsche Meistertitel, viele nette, tolle Talente, die du fördern kannst, und weiterhin die große Begeisterung für Schach. Vielen Dank, ich komme gerne wieder. Ja, das ist fantastische Veranstaltung. Ich mag das total. Ja, vielen herzlichen Dank und auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss. Den König zu erwischen, das ist unser Ziel. Schon seit langer Zeit gibt es dieses Spiel. Der Bauer ist die Seele und marschiert voran. Springer und auch Läufer stürmen hinten dran. Die Dame und der Turm helfen kräftig mit, die Festung zu bezwingen mit jedem Zug und Schritt. Es ist ein schöner, leiser Krieg, wo kein Blut fließt, es keine Toten gibt.